Hallo, also in 2 Wochen Bundestagswahl. Die Menschen in Altona haben die Möglichkeit, eine Idee zu wählen. Die Idee ist derart formuliert, sie heißt mit der Russischen Föderation und der BRD zum deutschen Friedensvertrag und für den Ausstieg aus der NATO. Ich will heute einen Blick dahinter schauen, aus welcher Perspektive kann man das formulieren? Oder wer kommt auf die Idee, das zusammenzudenken? Und zwar zu sagen, wieso mit Russland, Russische Föderation, wieso einen Friedensvertrag, Ausstieg aus der NATO? Und dafür habe ich für die Bundestagswahl ein Extrablatt gemacht. Voilà, das ist eine Zeitung, eine, die nicht im kommerziellen Medienzusammenhang zu kriegen ist. Die ist frei, die wird verteilt im ganzen Stadtteil Altona. Schauen wir mal hinein. Es heißt Extrablatt zur Bundestagswahl. So, ich brauche die Brille. Mein Vorschlag, machen Sie einen Blick hinter die Kulissen geopolitischer Machtinteressen von Amerika. Wieso ist genau diese Aussage für uns hier wesentlich? Achtung, Aussage. Weil wir nicht wissen, was die Deutschen tun werden. Wer hat das gesagt und wer fragt das? Das ist George Friedman. Das ist der Politikberater Amerikas, höchste Instanz Stratfor. Berät die hohe amerikanische Politik. Jetzt hören wir, was er auf dem Chicago Council on Global Affairs gesagt hat. Und Achtung, es ist unfassbar dreist. Da spricht der Mann und ich zitiere hier, und zwar Zitate seiner Direktrede. So, das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts im Ersten, Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Denn vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse galt sicherzustellen, dass dies nicht eintritt. Dieser Fall, das darf nicht sein. So, und in welcher Form, muss man fragen. Und er sagt, bei den Handlungen, in denen wir agieren und die Vereinten Staaten, in denen die agieren, die sind außerhalb der NATO. Und es geht darum, einen Sicherheitsgürtel, den nennt er einen Cordon Sanitaire, um Russland aufzubauen. Und Russland weiß das, sagt er. So. Die Vereinten Staaten aus ihrem fundamentalen Interesse kontrollieren alle Ozeane der Welt. Keine andere Macht hat das jemals getan. Aus diesem Grunde marschieren wir in die Völker dieser Welt ein. Und sie können nichts dagegen tun. Zitat. Das ist eine sehr schöne Sache. Später, die Politik, die ich empfehlen würde, ist die von Ronald Reagan, die er angewendet hat in Iran und Irak. Er unterstützte beide Kriegsseiten, sodass die gegeneinander kämpften. Und nicht gegen uns. Friedman, Wort fortfolgend, es war zynisch, es war nicht moralisch vertretbar, aber es funktionierte. Und wir verwenden Präventivschläge, das sind Spoiling Attacks, um zu interventieren. Und dies tun wir außerhalb der NATO. Das sagt dieser Mann auf diesem Kongress. Für Russland stellt der Status der Ukraine eine existenzielle Frage dar, erklärt er. Für die USA gilt, wenn Russland sich weiterhin an die Ukraine hängt, werden wir die Russen stoppen. Deswegen starten die USA solche Maßnahmen. Das ist die Präpositionierung von Eingreifstruppen in Rumänien, Bulgarien, Polen, in den baltischen Staaten. Und das ist das Intermarium, so nennt er das. Wenn man sich das geografisch vorstellen möchte, ist hier die, ich guck mal links rum, die Russische Föderation, hier wäre die BRD, hier sind diese Zwischenstaaten. Und was haben wir? Eine NATO-Osterweiterung. Stück für Stück gehen NATO-Truppen weiter in diese Länder hinein. So, das macht Amerika und der erzählt, wir wollen das so. Warum? Weil Russische Föderation und Deutschland, BRD, nicht zusammen in eine Kooperation, die friedfertig sein könnte, eintreten sollen. Kein amerikanisches Interesse. So, das ist die Lösung für die USA, erklärt er auch, freigebig. So, und jetzt sagt er was Wesentliches, das betrifft uns. Die reale, unbekannte Variable in Europa, das sind die Deutschen. Wenn die USA diesen Sicherheitsgürtel aufbaut,
Wir wissen nicht, wie die deutsche Haltung ausfallen wird. Dann wird gefragt, was ist denn die Hauptbefürchtung der USA? Die Hauptbefürchtung, dass das deutsche Kapital und die deutsche Technologie mit russischen Ressourcen und russischer Arbeitskraft zu einer einzigartigen Kombination sich verbinden, die die USA seit einem Jahrhundert zu verhindern versucht. Ach wie? Die versuchen das andauernd zu verhindern, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg Handreichung und friedfertiges Miteinanderleben auf unserem Kontinent mal politisch beginnen? Interessant. Und er sagt, nur wer mir eine Antwort darauf geben kann, was die Deutschen in dieser Situation tun werden, der kann mir auch sagen, wie die nächsten 20 Jahre Geschichte aussehen werden. Aber unglücklicherweise müssen die Deutschen immer wieder diese Entscheidung treffen. Und das ist das normale, ewige Problem Deutschlands. Und er führt es weiter aus und er sagt, seit 1871 war das immer die deutsche Frage. Jetzt ist das natürlich eine ganz interessante Sache. Da sage ich, wieso Schluss mit den NATO-Angriffskriegen? Nicht mehr mit deutscher Beteiligung dabei zu sein. Und da hört man, was aus amerikanischer Perspektive passiert. Schauen wir, was die russische Föderation antwortet. Und zwar die große Frage, werden diese Provokationen Europa in einen neuen, erneuten Kalten Krieg führen, kann man jetzt stellen. Nun gibt es das Petersburger Wirtschaftsforum. So, und da wollte Wladimir Putin eigentlich zu Wirtschaftsfragen antworten, wird aber permanent von Reportern zu der unmöglichen Haltung in der Ukraine befragt. Und er wechselt das Thema und auch hier direkte Rede, Antwort von Wladimir Putin. Und wir hören, die Sowjetunion gibt es nicht mehr, den Warschauer Vertrag gibt es nicht mehr. Allerdings existiert der NATO-Block nicht nur, sondern er weitet sich aus. Das nehmen wir hier wahr. Und dann wir versuchen, das globale Denken, spricht Putin, nicht nur die globale Verantwortung zu teilen, sondern auch die gegenseitige Akzeptanz und Kompromisse zu finden. Wir handeln nie aus der Position des Stärkeren, sondern suchen nach einer Lösung, und zwar einer Lösung im Rahmen des Verhandlungsprozesses. Ja, hoppla, ist das nicht konstruktiv? Gut. Jetzt hat man beschlossen, mit einem Ruck durch die Ukraine auf das Territorium der Russischen Föderation zu kommen. Na, macht man das denn so? Fragt er. Und auf unsere Frage und unseren Vorschlag, Konsultationen durchzuführen, hat man uns geantwortet, und das ist die direkte Rede, so zitiere ich Putin, wie er es direkt zitiert. Er sagt, nicht eure Angelegenheit. Das wurde der Russischen Föderation beantwortet. So, by the way, können wir sagen, was hat man uns Europäern geantwortet? Fuck the EU. Das war Victoria Nuland. Das ist ja aus Versehen hervorgekommen, dieses Telefonat mit dem Botschafter der Ukraine. Als man sagte, wie wird Europa sich verhalten? Ja, fuck the EU. Ist uns egal. Ja. Yeah. Putin, nicht wir sind die Erstverursacher dieser Krisenerscheinungen, die jetzt ihren Platz in der Ukraine haben. Heute muss man bedingungslos die Vereinbarungen, die man in Minsk erreicht hat, umsetzen. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass wenn uns etwas nicht passen würde, dann hätten wir niemals unsere Unterschrift unter das Dokument gestellt. Was merken wir? Die Minsker Vereinbarungen werden nicht durchgesetzt. Die werden nicht weiter verhandelt und da schläft es. Es geht nicht weiter. Da ging es um Lösungen für Ost- und Westukraine. Okay, wir fragen, gefährden die USA unser globales System? Was ist denn hier los? Was machen die? Welche Rolle spielt denn jetzt die NATO? War das nicht eher ein Verteidigungsbündnis? Ist das zum Angriffsbündnis geworden? Ich bin noch dabei, ja? Okay. Okay. So, und ich verweise auch auf Daniele Ganser, der in seinem Buch im Untertitel nennt, wie die NATO-Länder die UNO sabotieren. Und man kann hineinschauen bei YouTube. Alles hörbar, alles erkennbar. Er sagt, die UNO. Also wir gucken darauf. Und wir fangen an bei der UNO, weil NATO und UNO, die UNO, die Vereinten Nationen, kann man mit Daniele Ganser das größte Friedensprojekt der Welt nennen. Ihre Gründung ist 1945, nach
also der Gründung gegen 1945 das Einverständnis von 193 Mitgliedstaaten, also Staaten der Erde, voraus, es darf keine Angriffskriege mehr geben. Alle waren einverstanden. Nur in der UNO gilt ein Verteidigungskrieg als legal. Und wenn dieser Sicherheitsrat, kann man gucken, die Komplexität darin, durch eine Resolution bestimmt, dass ein Krieg legal wäre, dann wäre es im Sinne der UNO-Charta. So, was ist die UNO-Charta? Sie liegt unserem Völkerrecht zugrunde und sie ist ein Regelwerk, nennt drei Hauptziele. Die Sicherung des Weltfriedens, die Durchsetzung der Menschenrechte und die Selbstbestimmung und Gleichberechtigung aller Völker unserer Erde, sie zu schützen und zu behüten, steht in dieser Charta. Und die soziale Gerechtigkeit durch internationale Lösungen humanitärer, sozialer und kultureller Probleme zu erreichen. Das ist die Basis unseres Völkerrechts. Und die NATO ist der UNO und dieser Charta untergeordnet zu verstehen. Die NATO, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und gemeint zum Schutz gegen erneute Bedrohungen überhaupt. Es ist eine militärische Allianz der westlichen Alliierten und neu dazukommender Länder damals. Und 1955, 10 Jahre später, wird Deutschland in diese Allianz integriert. Die NATO ist eine internationale Organisation und sie hat keine Hoheitsrechte. Ein wichtiger Part. Großbritannien, Frankreich sind enge Verbündete der Amerikaner innerhalb der NATO. So, und jetzt, Zitat Daniele Ganser, Deutschland könnte man als Vasallen bezeichnen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ganser führt aus, dass Deutschland von 45 bis 95 friedlich war und keine anderen Länder überfiel, bis 99 die Bundesregierung unter Schröder und Fischer den Kosovo bombardieren ließen. Zusammen mit den USA unter Clinton, und zwar, Achtung, ohne UNO-Mandat. Wir wissen, UNO, Völkerrecht und Charta ist der Sache übergelagert. Und er weist auf die illegalen NATO-Kriege hin. Illegale NATO-Kriege werden hier geführt. Mit deutscher Beteiligung. Und das ist der Angriffskrieg auf Serbien gewesen 2001, in Afghanistan 2015 und auch jetzt in Syrien. Deutschland ist dabei, aber wir sind Vasallen. Wie passt das zueinander? Ich blätter. Und ich frage, sind wir nicht historisch in diesem Land aufgefordert, aus der NATO auszusteigen und ein neutrales Land zu werden? Vergleichbar wie Österreich, Schweden oder die Schweiz? Und hier kommt die erste Antwort der Wählbarkeit für die Menschen in Altona auf der ersten Stimme zur Bundestagsteil mit dieser Idee Ausstieg aus der NATO, aus deutscher Perspektive. Und mit der russischen Föderation darüber neu zu verhandeln, dass wir einen Friedensvertrag miteinander bilden. Wie komme ich dazu? Weil die Frage zu stellen ist, wenn wir ein Vasalle sind, warum sind wir dann kein Staat? Oder was ist ein Staat? Das Rechtssub, also schauen wir ins Völkerrecht. Rechtssubjekte des Völkerrechts sind souveräne Staaten. Schauen wir also auf das Völkerrecht, wie ich es sage. Das Völkerrecht. Nur natürliche Rechtspersonen können einen Staat errichten. Es braucht ein eigenes Territorium. Es braucht eine politische Struktur. Unser Völkerrecht ist die Rechtsordnung, die die Beziehung zwischen den Staaten und anderer Volkssubjekte, zum Beispiel auch NGOs, regelt. Und die Charta der UNO, da haben wir sie wieder, liegt ihm zugrunde. Jetzt stelle ich die Frage, ist die BRD denn ein souveräner Staat? Sind wir ein Staat? Sind wir souverän? Können wir hier entscheiden? Können wir sagen, wir wollen aus der UNO aussteigen? Um die Frage beantworten zu können, schauen wir mal in die deutsche Geschichte. Deutschland war geschichtlich lediglich eine Gebietsbezeichnung. Kein eigenständiger Staat. Das Kaiserreich von 1841, Achtung, da haben wir die Zahl, die der Friedman einmal nennt, war ein Staatenbund ohne eigene hoheitliche Rechte. Diese lagen in den Subjekten, also in den Menschen oder beispielsweise in den Fürsten der einzelnen Bundesstaaten. Die Berliner Erklärung, jetzt mache ich einen Sprung, das wissen wir von jetzt. 1871 und nun
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu der Berliner Erklärung von 1945. Die teilte nach der Kapitulation der Wehrmacht, ja, die Besatzungszonen für die Siegermächte auf und diese hatten offiziell die Regierungsgewalt. Das Gebiet wurde beschlagnahmt und auf der dann folgenden Potsdamer Konferenz sollte ein Friedensvertrag verhandelt werden. Und der wurde angestrebt. Es kam zu keiner finalen Einigung und damit auch zu keinem Friedensvertrag historisch. Die ungelösten Probleme nach der Potsdamer Konferenz wurden bis heute nicht mehr behandelt. Geht es noch? Okay. Wir müssen gleich den Akku wechseln, da ist so ein Strom. Alles klar. Mach einfach weiter. Ich mach weiter. Wir sind dabei, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben, ausgeführt. Jeder sei aufgefordert, das zu recherchieren. So, wir haben 1990 diesen 2+4 Vertrag bekommen. Im Zuge der sogenannten deutschen Wiedervereinigung kam es zu deren Verhandlung. Es ist kein Friedensvertrag, es ist eher eine wirtschaftliche Vereinbarung geworden, und zwar zwischen der DDR, der BRD, den Danke. Okay, wir waren dabei, dass wir mit diesem 2+4 Vertrag eine Art Wirtschaftsvertrag verhandeln konnten, obwohl von russischer Seite die Möglichkeit freigesprochen wurde, zu einem Friedensvertrag hinzuverhandeln. Es ist eine Art Wirtschaftsvertrag geworden. Hätte man wirklich einen formellen Friedensvertrag 1990 mit allen Gegnern abgeschlossen, dann hätten 46 Kriegserklärungen befriedet werden müssen. So, da ist keiner, ja? 56 höre ich von hier. Meine Zahl ist 46. Gut, das ist zu recherchieren, zu verbessern. Ja. Faktisch nur diese Anstrengung und völkerrechtlich verbindlich und nur dann. Und dann weltweit endet der Zweite Weltkrieg mit einem geschlossenen Friedensvertrag. Das ist Fakt. Damit ist die BRD weiterhin unter Besatzungsrecht. Denn das weiterhin gültige Besatzungsrecht selber ist nur durch einen Friedensvertrag auflösbar. Das ist so wichtig. Das Grundgesetz, das wir hier haben, das ist das zivile Selbstverwaltungsrecht für die Menschen im besetzten Deutschland. Und ein Grundgesetz ist lediglich die Organisation, mit der sich ein Gebiet selbst verwaltet. Jetzt zitiere ich einen Professor Görlitz, der sagt, dies wäre 60 Jahre lang nicht zu verschweigen gewesen, wenn die Alliierten nicht einen Weg gefunden hätten, diese Rechtssituation zu verschleiern, indem man sie im Mai 1949 das zivile Selbstverwaltungskonstrukt BRD geschaffen hat. Auf diese Weise treten die Alliierten Besatzer in den Hintergrund und sind nur noch mittelbar vorhanden. Unmittelbar gibt es immer die zivile Selbstorganisation der BRD, das Grundgesetz nämlich, die vor dem Besatzungsstatut steht und dieses abdeckt. Okay, was merke ich? Ich sage, ich möchte gerne aus der NATO raus, als Mensch in Deutschland, weil ich da nicht mein Einverständnis politisch gebe und muss bemerken, da ist was unerledigt. Wir haben keinen Friedensvertrag, wir sind nicht souverän, können wir das überhaupt verhandeln? So. Eine verfassungsgebende Versammlung hätte schon 1990 stattfinden müssen. Die alte Gesetzesgrundlage, Grundgesetz,
und die DDR-Verfassung waren erloschen, genauso wie die Besatzungsorgane BRD und DDR, die beide in der UNO ausgetragen worden sind. Damit ist die Besatzung beendet worden, ohne dass ein Staatswesen wieder errichtet wurde. DDR und BRD sind zu einem Wirtschaftsgebiet zusammengefasst worden. Und die BRD ist eine Verwaltungsbehörde mit unternehmerischem Auftrag. Na was? Und gar kein Volkssubjekt. So, und das noch gültige Besatzungsrecht demnach ist auch ganz einfach die Antwort, die uns die Situation in Ramstein erklären kann. Die USA können einfach bestimmen, dass in Ramstein dieser Stützpunkt steht, dass von dort die Drohnenangriffskriege funktionieren und wir können gar nichts dagegen tun. Auf diese Weise können wir nicht. Wir können zu diesen Demonstrationen kommen und unseren Widerspruch äußern. Wir haben aber keine politische Handhabe. Das finde ich bestürzend schlimm. Und darum formuliere ich, wir sollten uns um die Verhandlung eines Friedensvertrages bemühen, um wieder souverän werden zu können. Dies ist aller politischen Gesellschaftsarbeit vorrangig zu verstehen, denn erst von hier leiten sich unsere freien politischen gesellschaftlichen Entscheidungen ab. Wenn wir das erkennen, dann können wir mit der konstruktiven Gesprächsangeboten der Russischen Föderation aussprechen, also die durch Wladimir Putin ja ausgesprochen sind, formulieren, mit dieser Russischen Föderation und der BRD zum deutschen Friedensvertrag hinverhandeln und für den Ausstieg aus der NATO. Um die Souveränität Deutschlands wieder zu erlangen, damit frei gewählte Entscheidungen der Menschen, deren Herkunft und deren gewollte Zugehörigkeit zu einem Bundesstaat Deutschland für das Gemeinwohl der Menschen mit ihren Rechten und Pflichten und Bedürfnissen getroffen werden können, die sich an das Völkerrecht halten, welches dann auch für die deutschen Menschen Gültigkeit erreicht. Und mit Daniele Ganser, mit den Geldern, die nicht mehr in die NATO gezahlt werden, eine Friedensdividende vielleicht zu unterstützen, aus der heraus der Friedensverhandlungen stattfinden können. Lass mich kurz zu Ende bringen. Ja? Ich finde, diese Bemühungen sollten nun endlich beginnen, damit wir eine faire geopolitische Verhältnisse mitgestalten. Aber gleich, ja? Ich habe noch eine kleine Weiterführung, und zwar die Frage nach dem hier herrschenden Neoliberalismus und ob das neue goldene Kalb unseres Landes ist. Und damit wir uns nicht weiter instrumentalisieren lassen von denen, die hinter dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH die Macht gewinnbringend für sich halten und die auch behalten wollen. Um uns nicht die Deutungshoheit von faschistischen und neoliberalen Gruppen nehmen zu lassen, weil natürlich dieses Thema faschistisch oder rechtsradikal besetzt ist. Aber wir sollten uns den Raum wieder frei und humanistisch und im Dialog öffnen. Das ist mein Statement. Und uns nicht die Rücksichtslosigkeit einer auf Eigennutz und Vorteilnahme aufgebauten Spaß- und Konsumgesellschaft als persönlichen Erfolg und anzustrebendes Glück unterschustern zu lassen. Ja, genau. Um zu prüfen, ob trotz verschiedener Religionen und Kulturen durch die Einwanderung vieler Menschen unmittelbar unseren Alltag hier betreffend, unsere Werte und Errungenschaften, die Trennung von Staat und Glaube oder die Idee der Gleichwertigkeit aller Menschen und unsere gesellschaftspolitischen Räume verteidigt werden müssen und auch sollten. Und um der tief anerzogenen Verunsicherheit in Bezug auf unsere Zugehörigkeit eine konstruktive Anbindung an Gesellschaften deutscher Herkunft zu erlauben, die vor 1871 da waren, die ja notwendig ist, um so wieder Souveränität zu erreichen und die historisch mit den Weltkriegen nicht gedanklich verbunden werden können. Denn so kann aus dieser Perspektive ein gütiger deutscher Anspruch ableitbar werden, der uns erlaubt, dies zu formulieren. Unsere humanistischen Werte gehören verteidigt. Und dies in demütiger und hoher Anerkennung für die Menschen, die in allen Kriegszeiten die Menschlichkeit durchgetragen haben und es auch heute tun.
Und für diese und mit ihnen gilt Hannah Arendts Formulierung für uns heute ebenfalls. Keiner hat das Recht zu gehorchen. Wir sind aufgefordert, wieder politisch frei handlungsfähig zu werden. Wir sind aufgefordert, unseren Anspruch auf Einfluss durchzusetzen. Und wir sind aufgefordert, unsere Handeln an der Menschlichkeit zu messen. Wir sind aufgefordert, nicht durch suggerierte Ängste verleitbar zu werden. Und wir sind aufgefordert, zu prüfen, was wir wirklich brauchen. Und wir brauchen uns wachsam für die Überfüllung des Landes mit zuströmenden Menschen, die in unsere Sozialsysteme kommen und die für die hier Lebenden bereits Mangel und Bedürftigkeit aufrecht halten sollen. Wir brauchen uns wachsam bei der Umverteilung von Arm auf Reich, von Erwerbsarbeit in Richtung Einkommen. Wir brauchen uns wachsam für die Aufrechterhaltung sozialer Ungerechtigkeiten in unserem System, dass wir das erkennen, in den Rentensystemen, im Bankensystem, im Steuersystem und im Gesundheitssystem. Und der Leitfrage folgend, wem nutzt es und wer wird hier gegeneinander ausgespielt und aufgewiegelt? Wir brauchen uns wachsam für die zerstörerische Systemrelevanz der Rohstoffbeschaffung, für die Kapitalwirtschaften, der Gewinnmaximierung des Neoliberalismus. So. Und abschließend erkläre ich nun und habe diese Idee formuliert, dass wir eben Ideen auch vom wählen können und gar nicht über eine Parteistruktur denken müssten. Und deswegen sage ich nein, wählen wir Ideen. Wir wären durch eine solche politische Meinungsbildung nicht mehr soziologisch und ökonomisch marktanalytisch relevant nach links oder rechts, alt und jung, fleißig oder faul sortierbar, wenn wir uns im Sinne klar formulierter Ideen zusammentun. Es könnte das System verwirren. Verwirren wir doch das System. Wir können in anderer Weise Mehrheitsbildung erreichen. Und wäre es nicht eine spannende Vorstellung, wenn wir im Sinne eines Gedankens zusammenkämen? Und dies ist der Hintergrund dieser Direktkandidatur in Altona mit dieser Idee des Wahlkreises, den Anspruch auf Einfluss im bestehenden System durchzusetzen. Dann hätte die Idee Einfluss. Das war nicht klug. Und damit schließe ich. Am 24.09. könnte das politische System von der Idee irritiert werden, wenn viele weitere es dort wollen. Dieses Extrablatt ist zu haben und lesbar.